Nachhaltigkeit eben nicht nur wichtig ist und irgendwie auch gerade den Zeitgeist trifft und irgendwie auch sexy ist mittlerweile, sondern dass es eben auch finanzielle Vorteile haben kann. Und ich glaube, dann holt man alle Menschen auch ab. Also es bringt nichts, wenn alle den Müll trennen und am Nachmittag kommt die Reinigungskraft und schmeißt alles in einen Mülleimer. Und das ist uns ganz wichtig, da alle ins Boot zu holen. Hey, warum tun wir das als Unternehmen? Was kann ich als Arbeitnehmer selber auch in meinem Alltag umstellen? Das heißt, wir wollen diese große Blase Nachhaltigkeit immer kleiner machen, immer kompakter machen, um den Menschen auch ein Stück weit diese, ja, ich will nicht sagen diese Angst, aber diesen Respekt davor zu nehmen. Ja, aber was soll ich als kleiner Mensch denn schon anrichten? Geht einfach darum, dass jeder von uns versucht, das Beste zu tun und nicht, dass es wenige nur perfekt machen.